Hallo moin moin, herzlich willkommen. 290. Folge Landwirtschaftssimulator. Wir gehen stark auf die 300 zu. Aber definitiv die 300. Folge werden wir auf der neuen Karte erleben. Ich denke, es könnte die letzte Folge sein. Mal gucken, wie lange das Abkippen hier dauert. Einladung Zuckerrüben haben wir noch. Wenn wir die hier hingebracht haben, können wir den Zug losschicken. Und mal gucken, was wir dann noch für einen dicken Bonus kassieren, weil wir echt über die ganze Zeit immer mal wieder hier was reingekippt haben. Erwarte ich mir da schon echt einen großen Bonus. Ich weiß nicht, ob der Zug begrenzt ist, aber er sagt so bis 100.000 gibt es Bonus, also 100.000 ausgekippt. Alles weiter gibt ja keinen Bonus, dann hat man natürlich viel Geld verloren. Aber es kann auch durchaus sein, dass es gleich, wenn wir den Zug losschicken, nochmal eine 500.000 oder so gibt, oder 1 Million, ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie im Laufe der Folge sehen. Einmal noch schnell zum Hof zwischengefahren. Wie gesagt, hier brauchen wir das jetzt mit dem Crossplay noch nicht versuchen. Der wird sich hier völlig verhaken. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Zuckerrüben wir jetzt noch haben. Kurs kann man gleich wieder löschen. Lohnt jetzt auch nicht. Machen wir schnell selbst wieder schnell jetzt hier. Eine Ladung noch voll kriegen. Ich weiß nicht, zwei Anhänger oder drei. Hier haben wir noch einen Anhänger stehen. Den müssen wir eigentlich auch noch mal irgendwie nach Hause sortieren. Aber naja, nehmen wir damit, wenn wir nochmal einen neuen Traktor kaufen. Denn ich muss sagen, wir haben gerade so Geld über, um uns noch mehr Maschinen zu kaufen. Und wenn wir nicht schon genug hätten, kaufen wir lieber noch ein paar mehr. 154.000. Das sollte eigentlich gerade in zwei reinpassen. Ne, ich glaube 152.000. Komm. Ich lasse schon mal einen Anhänger hier auf dem Hof stehen. Den allerletzten. Macht uns das gleich ein bisschen einfacher. Wegen 2000 Zuckerrüben, was umgerechnet vielleicht 600 oder 700 Tacken bringt, müssen wir uns jetzt hier kein Bein mehr ausreißen. So, das dauert ein bisschen. Viel sehen können wir auch nicht. Aber wir sehen, dass hier noch ein Traktor rumsteht. In der Zwischenzeit mal schnell dahin stellen, wo er hingehört. So, hier, und da ist der Silagewagen, der Wasserwagen. Nee, warte, mit dem fahren wir jetzt schnell rüber. Ich möchte gerne doch noch ein paar Rinder und Schweine verhökern. Alleine weil da so viele schlachtreife Tiere jetzt sind in der Zeit, wo wir hier gearbeitet haben, die ganze Zeit Ackerbau betrieben haben. Und da so viele zuchtreife Rinder und Schweine da drüben, dass sich das doch schon lohnt, das auch noch mal schnell zu verkaufen. Ich glaube auch, wenn ihr schon länger dabei seid, keiner hat geschätzt, dass wir so viel Einnahmen machen hier, oder? Dass wir über 10 Millionen kommen, also ich selbst hätte es echt nicht gedacht. Jetzt sind wir schon weit über 10 Millionen, also die 12 kommt ja echt fast noch in Reichweite jetzt gleich mit Brot und Tieren. Da haben wir die ganzen großen Maschinen, muss man sagen. Läuft das bei uns? Haben wir eigentlich den Viehtransporter noch? Fällt mir jetzt gerade ein, steht der hier noch irgendwo rum? Eigentlich hatten wir immer einen, oder habe ich den Mod jetzt eben nicht mehr dabei? Doch, da steht er noch. Kann man da zwei anhängen? Hier ist auch noch ein Getreideanhänger oder so. Das ist cool. Das ist eigentlich ganz praktisch mit diesen kleinen Anhängern. Die kann man auch noch so als Lager benutzen oder hier stehen lassen. So, dann holen wir mal erstmal was hier. Rinder ab. Machst du uns bitte die Tür auf? Danke. Sehr gut.
Genau, einmal vollladen bitte. Wie viel kriegen wir da noch mit? 16. Zum Glück muss man nicht so weit fahren. Da brauchen wir mal einen größeren Viehtransporter auf der nordfriesischen Viermarsch Vierfach-Map. Da muss ich immer noch mal gucken, was es da so gibt. Irgendwie ein Mod oder so. Denn ich muss sagen, da habe ich die Schlachterei ein ganzes Stück weiter weggebaut. So, da waren wir mit den ersten Rindern. Frisch. Ein frisches Steak hier hinstellen. Einmal abkippen. Das gibt Geld. Knapp 3000 pro Rind. Uns vorbei, wir haben es eilig. So, noch eine Ladung Rind. Dann haben wir 32 Rinder verkauft. Ich glaube, das waren fast alle denn. Zack, zack, zack. Oh, 99 Liter Sprit. Das ist ja nicht ganz so viel. So, jetzt fahren wir hier mit dem Schlüssel. Ja, ich glaube, müsste jetzt der Schlüssel zur 11 Millionen Marke sein. Und was wir jetzt hier an Bord haben. So, einmal ausleeren. So angucken, wie er schön hier rausläuft. Ist immer noch klein, ne? Ja. 11 Millionen. 11 Millionen. Gucken wir mal kurz. Zuckerrüben noch 78.000, genau, wir müssen den Anhänger einmal nach vorne fahren, ein Stück weiter fahren. Und dann gucken wir noch mal kurz, Schlachtreif haben wir noch 4, nicht so wild, 54 Schweine, die also Schweine fahren wir noch einmal. Das ist wahrscheinlich genauso viel Lohn, als wenn man 4 Rinder fährt. Egal. Was macht ihr denn hier nachts um 3? Ist das schon so eine Einbruchscrew oder so? Sehr verdächtig. Schweine sind ja hier. Mal gucken, müssen wir irgendwie hier abzuholen sein. Genau. So, einmal bitte Pork. Wir passen hier dann noch rein am Schwein.
So schöne Geräusche. Sehr nett. So, 32 Stück haben wir dabei. Da freut sich der Schlachter auch noch mal. Da kommt immer wieder was dazwischen hier, ne? Das ist echt. Ich gucke jetzt gerade auf die Aufnahme. So, wie lange die ungefähr läuft. Das sind ca. 10 Minuten. Und wir sind immer noch nicht fertig. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Dass wir das in dieser Folge jetzt alles schaffen. Und wir wollen noch sehen, wie viel Geld wir kriegen durchs Abfahren des Zuges. Weil ein sehr hochter Bonus ist. So, okay, der kann erstmal abladen. Das kriegt er ja schon hin. Das quiekt mir jetzt so doll da. Ich will jetzt den Zuckerrüben-LKW nochmal haben. Jetzt will ich mal ein Stück vorfahren und den zweiten Anhänger voll machen. Na, Brot, warten wir nur darauf, dass er die Schleusen wieder öffnet, damit wir nach raus können. Da ist er noch. Ja, er lädt immer noch aus, da sieht man, wie lange das dauert. Und das bringt so wenig Geld, Schweine lohnt gar nicht irgendwie hier. Das waren erstmal gar 12.000 Einnahmen. Also ich kann euch nur empfehlen, auf Schweine zu gehen, nicht auf Schweine zu gehen, sondern nur auf Rinder. Und mit Schweinen ist hier echt kein Geld zu verdienen. Also Schweinebauern haben es hart. Schweine müssten einfach viel produktiver sein. Also die müssten viel mehr gezeugt werden irgendwie. So noch nicht, also die anderen 20 bringe ich jetzt nicht weg, weil auf 5.000, da kommt es mir jetzt echt nicht mehr drauf an. Wir wollen jetzt vorankommen. Die Zuckerrüben verkaufen. Und den Zug noch abfahren lassen. Ja, lassen wir ihn erstmal hier stehen. Muss ja nicht alles da hinten stehen. So. Ja, die Radlader können hier in diesem. Können wir ruhig noch stehen bleiben. So, wo ist denn unser Zuckerrüben-LKW schon wieder hin? Nach dem blauen kommt er. So, 152.000, die bringen wir nochmal weg. Und dann schicken wir den Zug los. Endlich. Ich spreche schon mit Folgen von. Ich hätte auch echt gedacht, das wäre noch vielleicht, also Aufnahme ist ja schon, wie gesagt, jetzt heute ist die vierte Folge, wie ich schon erwähnt, Folge 92. Ich habe vor zwei Folgen eigentlich schon gedacht, dass wir auf die neue Vierfach-Map-Version heute noch umziehen, aber jetzt schaffe ich es wahrscheinlich doch nicht mehr. Noch mal die Aufnahmesession. Naja. Die Restarbeiten hier kriegen wir aber noch hin. Es wird auf jeden Fall langsam wieder hell. Man merkt jetzt halb 5, irgendwie wird das die Karte ja schon irgendwie heller. Sowieso ziemlich hell dafür, dass es Nacht ist. Ein bisschen sehr hell eigentlich dafür, dass es Nacht ist. Wieso ist das so hell? Na egal. Abkippen. Stopp. Und stopp. Aber wir kippen relativ schnell ab. Oder eher ziemlich schnell.
Geschafft. Geschafft. Da sind wir auch echt geschafft jetzt, dass wir das geschafft haben. Dann schaffen wir gleich mal den Zug weg. Dann fahren wir mal hier kurz ran. Steigen aus. Laufen mal hier zum Hebel. So, Getreidezug. Wir haben jetzt 11 Millionen und 56.000. Wollen wir unsere Lok abfahren? Zug losschicken, Taste R. Werden wir jetzt gleich in ein, zwei Minuten oder in 30 Sekunden sehen, wie viel Geld wir kriegen. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, reicht das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaltet. Bis dann. Tschüss.